Metallkeramiksubstrate, kurz MKS, bestehen aus einer Keramikplatte und einer mikrometerdünnen Schicht Metall darauf, in diesem Fall Kupfer. Sie verbinden elektronische Bauteile. Die Industrie braucht MKS bei Hochvoltspannungen, zum Beispiel in der Leistungselektronik von E-Autos. Unsere Kunden wollen Kupferverbindungen auf die MKS schweißen. Dazu nimmt man Laser mit einer Wellenlänge im grünen Bereich. Gemeinsam mit dem Fraunhofer ELT sind wir deshalb bei DESI und schauen so tief in das Innere von Laserschweißprozessen an MKS, wie das so vor uns noch niemand getan hat. Beim MKS-Schweißen sollten keine Gasanschlüsse entstehen, denn sie mindern die Stromleitfähigkeit. Auch Kupferspritzer auf der Keramik beeinträchtigen später die Funktion. Die größte Sorge unserer Kunden gilt jedoch der Grenzschicht zur Keramik. Die darf nicht beschädigt werden, weder durch den Laser noch durch dessen thermischen Einfluss. Das heißt, wir brauchen 100% Kontrolle über die Einschweißtiefe, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Viele Faktoren beeinflussen die Laserschweißung, zum Beispiel die Laserparameter. Unser Ziel bei DESI ist, viele Parameterkombinationen zu untersuchen, um zu evaluieren, welche Auswirkungen kleinste Veränderungen in dieser Parametermatrix haben. Je höher die Laserleistung, desto tiefer die Einschweißung. Das verbessert die elektrische Kontaktierung, aber belastet das MKS natürlich auch thermisch. Alle Kunden wollen so schnell und produktiv wie möglich schweißen. Und eine hohe Vorschubgeschwindigkeit des Laserstrahls erhöht die Stabilität, aber dadurch sinkt wiederum die Einschweißtiefe. Die Größe des Fokus definiert die Intensität des Lasers. Solche Wechselwirkungen sind uns zwar bekannt, für MKS gehen wir diesen Zusammenhängen jetzt aber einmal so richtig auf den Grund. Mit den hochbrillanten Röntgenstrahlen bei DESI blicken wir so exakt auf die inneren Prozesse beim Laserschweißen, wie es mit herkömmlichen Röntgenstrahlen bisher unmöglich war. Die Röntgenstrahlen sind kohärent. Deswegen können wir zur Untersuchung auch Interferenzeffekte nutzen. Dieses Verfahren nennt sich Phasenkontrastbildgebung. Das bedeutet, wir sehen zum ersten Mal eine klare Grenze zwischen festem Material, flüssiger Schmelze und Dampfbildung in den Bildfolgen. Unser Team ist hier bei DESI im Labor des Helmholtz-Zentrum Hereon an der Beamline P07. Für die MKS führen wir Versuche mit rund 100 Parameterkombinationen durch. Mit den gewonnenen Daten errechnen wir 3D-Modelle der Einschweißung und wissen sogar, wie sich die Energie des Laserstrahls darin verteilt. Zunächst sind dies hier allgemeingültige Erkenntnisse zum Laserschweißen von Kupfer auf Kupferkeramiksubstrat. Wenige Wochen nach den Versuchen übertragen wir die Resultate aber schon auf die Praxis. Damit finden wir für unsere Kunden die schnellsten und besten Laserschweißprozesse für MKS aller Art. Und genau für diesen praktischen Nutzen machen wir den ganzen Aufwand hier ja.